Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Warnecke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute machen wir mal wieder eine Abwandlung von einem Klassiker, aber nicht wie gewohnt eine Abwandlung von einem Martini, was wir ja schon ganz oft gemacht haben, sondern von einem Manhattan. Und zwar den Waldorf-Cocktail. Warnecke. Feinkost flüssig. Ist nicht für zart beseitete Gemüter. Ist ein Cocktail auf Rye-Whisky-Basis, was ohnehin schon relativ stark ist. Und da der Drink gerührt wird, bereiten wir ihn im Rührglas zu, klar. Super cool. Und das Eis werden wir aber in diesem Fall parfümieren, und zwar mit Absinthe. Ist ein, ja, wie gesagt, ein bisschen speziellerer Drink. Aber sehr spannend für Leute, die experimentierfreudig sind und wirklich auch, ich sag mal, nicht so das Süße im Vordergrund sehen beim Drink, sondern ruhig mal herbe Aromen und ein bisschen was Kräutriges. Und ja, so wird er gemacht. Wir nehmen in dem Fall tatsächlich das Eis vorher ins Rührglas, weil, wie gesagt, wir wollen es diesmal parfümieren. Dafür nehmen wir etwas Absinth. Es reicht 1 cl. Vielleicht anderthalb. Wenn Sie Absinth in so einem kleinen Sprühfläschchen haben, wird das auch genügen. Man kennt das vielleicht von sehr trockenen Martini-Cocktail-Varianten, dass man das Eis nur mit dem Wermut parfümiert. Man riecht es jetzt schon sehr stark. Absinth ist halt wirklich sehr intensiv durch die Anisnote. Das Eis bzw. den Absinth mit dem Schmelzwasser schütten wir jetzt ab. Und auf diesem parfümierten Eis bereiten wir jetzt den Drink selbst zu. Und der ist relativ einfach, straightforward. Wir nehmen 5 cl Rye Whisky. Und dazu kommt nur noch ein süßer, weißer Wermut in dem Fall. Sie können es auch mit einem roten machen. Ich finde aber zu der Aromatik vom Absinth ist ein weißer, süßer Wermut irgendwie schöner. 2 bis 3 cl kommt ein bisschen darauf an, ob Sie es wirklich sehr trocken und herb haben wollen oder ein bisschen mehr Süße drin haben wollen. Wir nehmen jetzt 2 cl. Dann noch mal ein bisschen frisches Eis. Und das Ganze wird jetzt gleich gerührt. Nicht zu kurz, wir wollen den Drink wirklich, wirklich runterkühlen und wir brauchen auch einiges an Schmelzwasser, denn der Drink selbst wird gleich in der Cocktailschale serviert ohne Eis. Das sollte idealerweise nicht passieren, wenn jemand vor Ihnen sitzt. Hier passt nur die Kamera. Ja, sehr schön. Ist wirklich eine spannende Variante und auch gar nicht so herb, wie man zunächst meint. Eine Garnitur braucht dieser Ding nicht. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich eine Zitruszeste nochmal drüber abspritzen oder abflammen. Ich denke, dass er so perfekt ist. Und das ist der Waldorf-Cocktail. Cheers!